Hello, my name is Thomas. Das ist Asphaltschneider. Hallo, mein Name ist Thomas. Das ist Asphaltschneider. Wir sind hier in Indianapolis. Und ja, dann schauen wir mal, was hier geht. Hier im Dallara Dash. Sieht so aus, als wenn ich ja irgendwo auf Platz 2 starte. Bin nicht ganz verständlich, weil es sah mir eigentlich erst aus, als wenn ich irgendwo auf Platz 3 oder 4 starten würde. Aber dem ist dann wohl nicht so. Wir warten immer noch auf irgendjemanden. Schnellster im Qualify war Michel zu meiner Linken. Ich glaube, es geht nicht ganz drüber zu. Ich weiß noch nicht. Sollte mir irgendjemand erklären können, wieso ich zwar nach rechts 90 Grad schauen kann, aber nicht nach links, dann wäre ich da schon dran interessiert. So, los geht's. Da ist Michel. Good luck all. Good luck. Good luck. Das wird ziemlich spannend werden. So, da kommen wir jetzt in Turn 3. Ich muss auf meinem linken Bildschirm Michel im Auge behalten, wann der letztendlich Gas gibt. Get ready, going green. Don't pass the 42 car. The pace car is in. Green, green, green. Pit road is now open. You got 10 laps to go. Da gibt es schon Rauch in der Boxengasse.
Ja, es ist gefährlich. Jetzt kommen wir auch noch in Überrundungsverkehr. Holy moly. Da habe ich mitgespielt. Sonst hätte das nicht funktioniert. Solider dritter Platz. Es sei denn, die kommen jetzt noch sich zu noch zu nah. Ich glaub's nicht. Wupp. Good race, guys.
Great job, you did really well. Good race, guys. That was a good pace. Yes. So, aber da müssen wir schnell mal schauen, was denn da eigentlich passiert ist. Ja? Was ist da passiert? Ich denke, da gehen wir gerade mal. Schauen wir uns mal Benjamin Sauter an. Oder besser, gehen wir mal zu diesem jungen Mann. Gehen in Fahrchase. Und Kamerapositionierung. Kamerapositionierung. Bitte fragt mich nicht, wieso ich da so ein kompliziertes Wort gewählt habe. Aber. Ja, schau mal. Wow, 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 wow. Die Herren kommen sie einfach zu nah. Boah. Ja, das war die Situation, wo wir wirklich knapp vorbei sind an ihnen. Ja, und das war's. Puh. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.